übergeben hier, wo ist die Entfernen-Taste bei dem Ding? Da. Wir übergeben hier nur die Spielernummer und die soll sich die Energieklasse jetzt. Und die soll sich die Energieklasse selber machen. Raffi, du wirst ein Licht brauchen, wenn du es filmen willst. Nein, das geht schon. Das geht schon? Okay, so, wo ist der Energiewert? Jawohl, Zellpunkt Energiewert. So, und den haben wir raus. Den haben wir raus. Was sagen wir Zellpunktmäßig gleich? Blblblbl am Anfang. So, und jetzt gehen wir hier rein. Und hier, wo es wirklich drum geht, wo sind I? So, da machen wir I. Na, das machen wir noch einfacher. So. Spieler. Punkt klein. Spieler. Und als Nummer nehmen wir Self.Energiewert. Damit haben wir es. Jetzt müssen wir es noch testen. Je ein Fehler. Warum? Ah, ja, weil es nicht so ist, sondern weil es mit eckiger Klammer gehört. Kevin, tust du eigentlich irgendwas kapieren von dem, was ich da sage? Oder bist du voll beschäftigt? Ja, das ist überschreiben. Ja, wieder ein Fehler. Number ist so gut. Ajo. Warum? Hast du da einen String drinnen? Na. Ah, so, Spieler und jetzt Punkt Energie. Ja, Punkt, wie heißt vom Spieler die Energie? So, ne? Energie. P1 Energie, glaube ich. Ja, das P1 ist jetzt, ergibt sich daraus. Jetzt müsste aber funktionieren. Tada! Oh je, schon wieder. Okay, jetzt bin ich gerade. Key Error 2. Ups. Er behauptet, den Spieler Nummer 2 gibt's nicht. Ah ja, weil die jetzt 0 und 1 heißen. Deshalb. Gut, das müssen wir in der Main Loop machen. Aber das war immerhin schon ein guter Fehler. Wo sind die Energiesachen da? So, wir geben dem jetzt 0. Name schläft 1. So, und jetzt? Tada! So, das sollte jetzt eigentlich auch funktionieren. Blöd ist, dass jetzt beide immer gleich viel müssen. Okay, passt. Okay. Hey, das ist wirklich voll hell.